Sandy schreibt ihre Biografie. Die gläubige Christin ist viel gereist und hat diverse Kulturen kennengelernt. Sie schreibt auch über ihre Zeit in Afrika, wie sie dort James kennenlernte und wie beide schwer an einer Lebensmittelvergiftung erkrankten. James und ich merken beide, dass es uns schlecht wird. Die Übelkeit wird immer schlimmer. Wir drängen den Fahrer zu halten und rennen auf die Toilette. Dort übergeben wir uns beide pausenlos. Ich zittere am ganzen Körper und fühle mich schwach. Als wir an einer Tankstelle nahe Nairobi halten, wird mir beim Aufstehen schwindelig. Und ich gehe noch ein paar Meter, bevor ich bewusstlos zusammenbreche. Alles wird zuerst schwarz. Ich höre und sehe nichts mehr. Und dann wird es endlos hell. Ich sehe ein ganz helles Licht, das meinen ganzen Körper umhüllt und meine Seele durchflutet. Ich schwebe in diesem Licht und spüre keinen Schmerz mehr. Bin ich im Himmel? Dieses helle Licht schenkt mir einen innerlichen Frieden. Alle Zeit ist vergessen. Ich fühle mich vollkommen geliebt und akzeptiert. Hier bin ich ganz ich selbst und vollkommen. Nichts stört, nichts macht mir Sorgen und nichts macht mir Angst. Plötzlich sehe ich mich selbst als Kind und fahre mit einem kleinen Fahrrad endlose Kreise. Langsam tauche ich in die Ewigkeit ein. Mein Leben spult sich wie ein Film vor meinem Auge. Und ich schwebe immer tiefer hinein in dieses gewaltige und wunderbare Licht. Die Vergiftung kostet Sandy fast das Leben. Minutenlang ist sie ohne Bewusstsein. Sie berührt den Tod und erfährt das, was man Nahtoderlebnis nennt. Dann wird sie gerettet von dem Mann, in den sie sich auf der Safari verliebt hatte, dem Australier James. Er beatmet sie wieder und holt Sandy zurück ins Leben. Etwas zieht mich plötzlich nach unten. Ich öffne die Augen wieder. Die Schmerzen kommen zurück. Panik ist um mich herum und Menschen schreien. Du warst mehrere Minuten bewusstlos, meint James. Ich bin schockiert und endlos schwach. Wir müssen ins Krankenhaus. Etwas stimmt hier nicht, schreit James besorgt. Die letzten Minuten zum Krankenhaus sind eine Qual an Schmerzen und Unsicherheit. Sandy wird im Krankenhaus sofort behandelt. Die Ärzte haben Erfolg und nach einiger Zeit hat sie sich von der Vergiftung erholt. Das Ereignis verbindet die beiden frisch Verliebten miteinander und Sandy sieht das Erlebte trotz des Schreckens positiv. Das Nahtoderlebnis hat mich sehr gestärkt im Glauben, weil ich gespürt habe, wie es ist, wenn man geliebt ist komplett, wenn man angenommen wird, wenn keine Schuld mehr an einem hängt, wenn kein Schmerz mehr da ist, wenn kein Leid mehr da ist. Es war einfach eine Riesenfreude da. Ich habe das im ganzen Körper gespürt, in meiner Seele, in meinem Geist. Ich hatte auch das Gefühl, es ist eine göttliche Begegnung, weil eben dieser tiefe Frieden, den ich auch immer im Glauben gespürt habe, auf der Erde oder so, der war dann ja viel stärker nochmal da. Ich wollte jetzt nicht gehen in diesem Moment und ich wollte wissen, was wird aus dieser Verliebtheit. Natürlich wusste ich nicht, wie es dann weitergeht, weil er ja aus Australien war, ich aus Deutschland und wie die Schritte dann aussehen, aber ich hatte einen riesen Traum in meinem Kopf plötzlich. Die Beziehung bleibt trotz der großen Entfernung bestehen. Sandy und James telefonieren oft miteinander und sie scheuen weder Zeit noch Kosten, sondern besuchen sich gegenseitig. Dann, nach wenigen Monaten, macht er ihr am Telefon einen Heiratsantrag. Es ging mir alles ein bisschen zu schnell. Nur war ich so verliebt, dass ich auch total begeistert war auf der anderen Seite. Vor ihrer Entscheidung holt Sandy sich Rat in ihrer Kirchengemeinde. Sie bittet andere Christen, für die Angelegenheit zu beten und möchte hören, welche Eindrücke die Betenden haben. Es ist Sandys feste Überzeugung, dass Gott den Menschen bildhafte Gedanken schicken kann. Also ein Eindruck hat mich sehr schockiert. Da hat mich einfach auch eine Frau gesehen, wie ich mit den Schlittschuhen über das Eis schlittere. Und mein Mann war wie so ein Baum, der feststeht, der festgefahren ist. Ich bin dann die Kreise gefahren auf dem Eis und ich bin irgendwann eingebrochen. Und sie hat mich dann gewarnt, sie hat gesagt, überleg nochmal, überdenke diese Ehe. Ist das überhaupt der Richtige? Das ist der richtige Schritt. Und danach war ich sehr verwirrt. Ich musste letztendlich selber eine Entscheidung treffen. Die Meinungen in Sandys Umfeld gehen auseinander. Viele sagen, sie solle auf ihr Herz hören. Und Sandy wagt es.
Sie wandert nach Australien aus und heiratet James. Es beginnt ein Leben wie im Traum. Sandy arbeitet in ihrem Beruf als Grafikdesignerin und wohnt mit ihrem Mann dort, wo andere Urlaub machen. Ich hatte das Gefühl, ich habe das alles, was ich mir wünsche, Freiheit, ich habe Sonne, das Leben wird leichter. Schon bald merkt Sandy, dass sie sich getäuscht hat. Die Kultur ist ihr fremd und auch James ist nicht der, den sie zu kennen meinte. Er hatte verheimlicht, dass er an einer manisch-depressiven Störung leidet. Die Krankheit beeinträchtigt die Beziehung und Sandy steht der Situation hilflos gegenüber. Irgendwann wurde das halt richtig heftig und zur Hölle. Ich litt unter diesen Stimmungsschwankungen sehr, weil er war unkontrollierbar. Also ich hatte dann manchmal Angst vor ihm, weil er sehr starke Wutausbrüche dann auch hatte oder unkontrolliert Auto gefahren ist. Ich hatte das Gefühl, er lügt mich an. Er hat mir nicht gesagt, wo er hingeht, was er tut. Ich konnte ihm auch immer weniger vertrauen. Dann eröffnet James ihr aus heiterem Himmel, dass er die Scheidung will. Damit hatte Sandy nicht gerechnet. Kurz darauf entdeckt sie, dass James seit über einem Jahr eine Affäre hat. Ich war vollkommen enttäuscht, verletzt, schockiert. Also ich saß 2-3 Tage eigentlich an dem Schreibtisch wie gelähmt und habe mit allen möglichen Menschen telefoniert. Freunde haben mich besucht, ich saß nur in der Ecke, konnte mich kaum bewegen. Also ich war wie gelähmt, in einem Schockzustand, dass es jetzt vorbei ist, mein Traum in Australien, dass ich betrogen wurde, dass ich diesem Mann so lange vertraut habe. Und ich habe dann plötzlich auch unsere ganze Ehe hinterfragt und mich gefragt, war das von Anfang an echte Liebe oder war das alles nur eine Illusion, was ich mir eingebildet habe? Die beiden trennen sich. Sandy weiß nicht, wie es in ihrem Leben nun weitergehen soll und sucht Antworten bei Gott. Ein Gespräch mit einem Pfarrer hilft ihr schließlich weiter. Er hat mir auch diese Angst genommen, dass Gott mich jetzt ablehnt, dass Gott mich versteht und dass er nicht möchte, dass ich so leide in dieser Situation. Und er mir helfen möchte, da rauszukommen, um heil zu werden. Ich habe dann auch gerungen und gefragt, hey Gott, was willst du überhaupt? Soll ich jetzt hier bleiben in Australien oder soll ich gehen? Ich habe ihm gesagt, wenn ich meinen Job verliere, dann gehe ich zurück nach Deutschland. Und das Krasse war, ich habe wirklich einen Tag später die Kündigung bekommen, aus einem ganz komischen Grund, wo ich gar nicht nachvollziehen konnte, warum überhaupt. Aber ich dachte dann so, ja, Gott hat sofort gesprochen, ja, also ich soll zurück nach Deutschland. Und für mich war das ein ganz klares Zeichen und im Nachhinein auch gut, es war mein Weg. Sandy kehrt zurück in die Heimat. Hier bei Freunden und Familie kommt sie zur Ruhe und findet den nötigen Halt, um das Erlebte weiter zu verarbeiten. Auf der einen Seite habe ich sehr viel verloren, aber als ich dann in Deutschland ankam, weil alle so herzlich und ja, lieb zu mir waren, war das echt gut. Es tat so gut nach der ganzen harten Zeit, die ich dann durchgemacht hatte. Das hat mir echt geholfen, damit umzugehen. Sandy will verstehen, wie sie sich in James so irren konnte. Und sie fragt sich, wie es nun weitergeht. Erneut wendet sie sich an andere Christen mit der Bitte um Unterstützung und Gebet. Also ich habe auch sehr viele Gespräche geführt. Ich konnte mich öffnen, meine Emotionen, was mich da verletzt hatte, was mich runtergezogen hatte. Und viele hatten auch Bilder für mich oder Prophetien. Und ein Bild war eben, dass ich all das, was ich verloren habe, wieder von Gott zurückbekomme. Und er hat mir dann auch einen neuen Job geschenkt, dass ich eben auch finanziell versorgt war und eben auch Freunde, Hauskreis und die ganzen Dinge. Und ich habe das Gefühl gehabt, er sorgt für mich. Er sorgt auch für mein Herz. Und das hat mir geholfen dann. 3 Jahre nach der Trennung lernt Sandy über eine Online-Partnerbörse Mitch kennen. Inzwischen sind die beiden glücklich verheiratet. In dieser zweiten Ehe erlebt Sandy das Beziehungsglück, das sie gesucht und sich gewünscht hat. Die Ehe hat schon eine ganz andere Grundlage. Also ich habe das Gefühl, dass der Glaube bei uns beiden echt ist. Uns beiden ist wichtig, auch ja, in die Ehe zu investieren. Wir machen Eheabende, wir gehen auf Eheseminare, machen Ehecoaching, Zeit miteinander verbringen, Gebet, gemeinsam in den Hauskreis gehen, offen sind, uns austauschen. Ich sehe diesen riesen Unterschied und das ist für mich so ein Schatz. Ich weiß nicht, ob ich das so schätzen könnte, wenn ich nicht auch mal dieses Dunkle gesehen hätte und das ganz Schlimme. Und wir erwarten bald ein Baby und wir freuen uns total darauf. Ich liebe auch meinen Mann von ganzem Herzen. Ich bin so dankbar um ihn, wie er
sich verhält mir gegenüber, wie mich behandelt und dass ich seine Liebe spüren kann. Das ist für mich so ein Wunder. Gott ist treu. Das hat Sandy in ihrem Leben persönlich erfahren. Schau dir nun in diesem Zeugnis an, was für erstaunliche Dinge Gott getan hat, als eine streng muslimische Familie im Urlaub eingeladen wurde, eine christliche Kirche zu besichtigen.